Da saßen sie abends zusammen und haben sich gemütlich unterhalten. Stefan Müller, Innenverteidiger beim KSV Hessen Kassel und Hanna, Sportredakteur Gerd Brehm. Stattfand das Ganze im Dez, am HNA-Stand bei der großen Multimedia-Messe im Kasseler Einkaufscenter. Live mit dabei, die Besucher des Dez und unsere Kamera. Stefan, wie gesagt, Innenverteidiger des KSV Hessen, einer der von der jetzigen Mannschaft schon erfahrenen Spieler, der schon länger hier ist, ein bisschen länger hier ist als manche anderen jedenfalls, also schon ein Begriff für die Fans hier in Nordhessen, aber ich würde dich bitten, dich erstmal selbst ein bisschen vorzustellen mit deinen wichtigsten Daten. Ja, also wie Sie schon gesagt haben, also Müller Stefan, mein Name. Ich bin am 9.11.1988 geboren, also bin jetzt gerade 26 Jahre alt geworden. Spiele jetzt beim KSV seit 3 Jahren, beziehungsweise das ist jetzt meine 3. Saison. Bin gelernter Innenverteidiger und komme gebürtig aus Karlsruhe. Ja, das soll zunächst mal reichen. Es wird dann im Laufe des Gesprächs sicherlich noch einiges zu dir zu sagen geben. Wir gehen jetzt erstmal kurz zurück auf die Saison, auch die aktuelle Saison, und da haben wir gerade vorgestern ein ganz interessantes Spiel gehabt, das auch im Fernsehen sogar übertragen wurde. Das war nämlich in Offenbach, so ein ganz traditionelles Fußballspiel zwischen Kickers Offenbach und dem KSV Hessen. In früheren Zeiten waren das dann noch etwas höhere Ligen, meistens die zweite Liga. Aber auch dieses Spiel war, glaube ich, ganz interessant. Es ist dann schließlich nicht so ausgegangen, wie wir Kasseler uns das gewünscht hätten, denn das Spiel ging 0-1 aus Sicht des KSV Hessen verloren. Stefan, wie war das so oder wie ist es dann nach dem Spiel, wenn man so ein wichtiges Spiel verloren hat? Einerseits hat, man muss natürlich dazu sagen, Kickers Offenbach ist der Tabellenführer, der jetzt auch souveräne Tabellenführer der Regionalliga. Aber wenn man so ein Spiel verloren hat, sagt man dann sich, naja, war ganz gut, wir haben mitgehalten, das gibt uns Mut für die kommenden Aufgaben. Oder ist man doch sehr enttäuscht und sagt, ach Mist, verloren. Ja, also jetzt 2 Tage nach dem Spiel kann man vielleicht auf den einen oder anderen Aspekten vom Spiel aufbauen. Letzten Endes nach dem Spiel ist man, egal gegen wen man gespielt hat, egal wie man gespielt hat, mit einer Niederlage immer enttäuscht. Das waren wir auch, vor allem wenn wir schauen, dass wir eigentlich das Spiel in der ersten Halbzeit verloren haben. Also, wir haben ja in der zweiten Halbzeit mitgehalten, haben den Paroli geboten und hatten dann auch noch unsere Möglichkeit, selber noch einen Punkt mitzunehmen. Und wenn man dann auch sieht, dass wir zuvor, also in den Spielen, Tabellenführer schon geschlagen haben, mit Saarbrücken und Elversberg, sieht man ja, dass wir das Potenzial haben. Und letzten Endes waren wir dann natürlich enttäuscht, mit leeren Händen heimfahren zu müssen. Aber wir müssen das Positive rausziehen, das machen wir intern, sprechen wir die Fehler an, ziehen das Positive raus und dann richten wir unser Hauptaugenmerk wieder auf die nächsten Spiele. Ja, Sieg gegen Saarbrücken, Sieg gegen Elversberg, knapper Niederlage in Offenbach. Es ist kein Zweifel, dass ihr mit den Spitzenmannschaften mithalten könnt. Und wir gehen jetzt mal weg von der gesamten Mannschaft und gehen mal speziell zu dir. Du hast ja noch nicht so viel Spielpraxis sammeln können in dieser Saison. Du hattest eine schwere Knieverletzung und man muss sich nach so einer schweren Verletzung dann doch wieder langsam rankämpfen. Wie bist du im Moment mit dir zufrieden? Bist du eigentlich schon wieder total fit und bei 100% deiner Leistungsfähigkeit angekommen? Also fit würde ich mich jetzt, zu 100% fit würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Es war eine schwere Verletzung, beziehungsweise halt, ich wurde 2-mal innerhalb von kürzester Zeit operiert. Das wirkt sich natürlich aus. Einmal war es dann auch noch wieder direkt im Aufbautraining. Von daher, es gibt so eine Regel. Man sagt eigentlich so, man braucht die doppelte Zeit von der Verletzungszeit, bis man wieder richtig bei vollen 100% ist. Ich fühle mich momentan wohl auf dem Spielfeld, wenn ich spielen kann. Ich merke, dass ich von Spiel zu Spiel, von Training zu Training einfach wieder noch einen Schritt weiter komme. Ich merke allerdings auch, dass es an gewissen Sachen einfach noch fehlt. Und das kommt einfach erst mit der Zeit. Und da werde ich auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich selber würde jetzt mal behaupten, ich liege momentan bei 80%, 80-85%, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und ich werde da auch weiter dran arbeiten, wieder an die 100% zu kommen
Und das braucht allerdings Zeit, genauso wie es Zeit braucht, dieser Prozess, den wir als Mannschaft gerade durchgehen. Gehen wir nochmal kurz zurück nach Offenbach. Da waren 5.500 Zuschauer im Stadion am Wieperer Berg. Das ist natürlich für Regionalliga-Verhältnisse eine großartige Zahl. Aber auch in Kassel gab es früher schon solche Zuschauerzahlen. Das ist in letzter Zeit so ein bisschen zurückgegangen. Also von 5.500 ist man im Schnitt doch relativ weit entfernt. Wenn du jetzt mal die Fans ansprichst, das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Warum soll es sich denn wieder lohnen oder warum lohnt es sich, demnächst mal wieder ins Aue-Stadion zu gehen? Ich denke, es lohnt sich, ins Aue-Stadion zu gehen, weil der Fußball Spaß machen sollte. Und wir als Spieler versuchen, jede Woche hart zu arbeiten, an uns zu arbeiten, dass wir das am Wochenende dem Zuschauer auf dem Platz zeigen können, dass das nicht immer funktioniert. Das ist normal, das ist ganz normal im Fußball. Aber wir versuchen, ehrlichen Fußball zu spielen, kämpfen uns rein, versuchen mit unseren Mitteln die Spielphilosophie des Trainers umzusetzen und einfach da wieder so ein bisschen Vertrauen zwischen den Zuschauern und der Mannschaft herzustellen, dass einfach mehr Zuschauer kommen. Man sieht, dass hier einiges möglich ist in Kassel. Ich denke, viele Zuschauer, da sitzt einfach nur ein tiefer Dorn irgendwie drin. Wir tun uns da manchmal auch nicht einfach. Zuschauer haben manchmal auch wirklich auch so ein bisschen recht, wenn sie mal kritisch mit uns umgehen, aber wir versuchen, wie gesagt, ehrlich dran zu arbeiten und versuchen da einfach die Zuschauer wieder zurückzuholen ins Boot. Es wird ja oft gesagt, auch der Trainer betont das immer wieder, dass das eine Mannschaft ist, die sich entwickeln soll. Niemand hat vor der Saison gesagt, dass die Mannschaft aufsteigen soll. Das war nicht die Erwartung, sondern man wollte ihr Zeit geben, sich zu entwickeln. Und wenn man jetzt dabei ist, auch das Spiel in Offenbach hat das irgendwie so gezeigt, dass man so auf so einem Weg, eigentlich ganz guten Weg ist, aber eben noch nicht so ganz weit oben. Was läuft denn schon gut? Wo ist man, wo kann man wirklich sagen, das ist der richtige Weg, das jetzt auch dann relativ schnell vielleicht zum Ziel führt, mal ganz oben mitzuspielen, und wo ist noch Luft nach oben? Konkrete Aussagen zu machen, was jetzt schon gut läuft und was nicht, ist, denke ich mal, nicht ganz einfach. Man sieht es in Spielen wie jetzt Elversberg und Saarbrücken, wo wir einfach als Mannschaft kompakt stehen und unser Spiel oder unseren Stempel im Spiel aufdrücken können. Demhingegen haben wir halt auch wieder Spiele wie die Spiele gegen Zweibrücken oder Nöttingen, wo wir gegen den Tabellenletzten verlieren und einfach nicht an unser Maximum gehen. Ich denke, wir haben viele Dinge, die der Trainer haben möchte, schon sehr, sehr gut umgesetzt. Ich denke, unser Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, einfach eine gewisse Konstanz reinzubekommen in das Spiel. Dass wir jedes Spiel mit 100% angehen, wenn nicht sogar mit 110, wie man so schön sagt. Weil einfach in dieser Regionalliga es möglich ist, jeder jeden zu schlagen zu können. Da müssen wir halt einfach schauen, dass wir da nicht so diese Ausschwankungen nach oben und nach unten haben. Beziehungsweise wenn, dann natürlich mehr so die Ausschwankungen nach oben. Aber dass wir da eine gewisse Konstanz hinlegen können, und dann sieht man auch, dass wir, egal wer unser Gegner ist, den schlagen können und die 3 Punkte haben können. Wenn man davon spricht, dass so eine Entwicklung geplant ist, dann kann man das natürlich auch nicht jetzt an einem bestimmten Tag, vielleicht sogar noch nicht mal an einem bestimmten Jahr festmachen. Trotzdem frage ich mal, gibt es denn so eine Art Fahrplan, dass man sagt, wann oder was glaubst du, wenn du dir jetzt die Mannschaft anschaust und ihre Entwicklung, wann kann der KSV mal wieder richtig weit oben mitspielen? Kann so eine Rolle spielen, wie beispielsweise in dieser Saison Vereine wie Offenbach, Saarbrücken oder Elversberg? Ein genauer Zeitpunkt ist da schwer auszumachen. Also das ist abhängig von der Mannschaft, von den Gegnern. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Wir haben das vor 2 Jahren gezeigt, dass wir oben mitspielen können. Es kann diese Saison noch in der Rückrunde passieren, es kann nächste Saison passieren, es kann vielleicht aber auch erst in 2 Jahren passieren. Aber wie Sie gerade schon gesagt haben, ist das ein Prozess, den man nicht wirklich sagen kann, ein genaues ein Ziel geben kann, dass da und da will man oder muss man da und da sein, sondern man braucht da ein bisschen Zeit, man muss auch ein bisschen Vertrauen haben, man muss auch
Rückschläge in Kauf nehmen, weil manchmal ist es sogar vielleicht besser, einen Schritt zurück zu machen und dann wieder zwei vorzumachen, um dann wieder einen besseren Blick auf die Sache zu haben und seinen Fokus ausrichten zu können. Also wie gesagt, ich würde mal sagen, uns wäre es natürlich schön, wenn wir es noch in der Rückrunde wieder schaffen würden, ob das aber vielleicht auch nächstes Jahr ist. Das ist wie gesagt ein langjähriger Prozess und wir arbeiten hart daran. Sie haben uns gerade verraten, dass Sie 26 sind. Das ist einerseits relativ jung, andererseits aber auch relativ alt, vielleicht für jemanden, der ganz sicherlich mal den Traum hatte, ganz weit nach oben zu kommen, in die erste Liga beispielsweise. Muss man in so einem Alter, wenn man jetzt noch in der Regionalliga ist, schon so ein bisschen Abstriche machen und daran denken, na, klappt vielleicht doch nicht so mit der ganz großen Karriere? Und wenn ja, gibt es da auch einen Plan B, falls es nicht klappt? Gibt es da noch neben dem Fußball was für Sie? Also mit 26 bin ich jetzt ja wirklich nicht mehr der Jüngste in der Mannschaft. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, höher zu spielen. Ich habe ja schon Zweitliga-Erfahrung. Und der Fußballer hat sich einfach dementsprechend gewandelt. Man sieht ja auch heutzutage in der Bundesliga, die Spieler werden immer jünger. Das ist auch in der Regionalliga so. Die Jungen drängen sich immer mehr auf. Und da ist es dann natürlich auch schwer als Erfahrener, sich dementsprechend noch weiter hochzuarbeiten. Ich weiß auch, dass ich mit 26 jetzt langsam vielleicht auch mein zweites Standbein decken sollte. Ich habe jetzt auch erst vor kurzem angefangen, ein Psychologiestudium anzugehen. Und ja, also wie gesagt, die Spieler werden immer jünger, aber ich selber versuche natürlich trotzdem noch oder habe immer noch das Ziel, mich weiterzuentwickeln, weil man lernt nie aus und vielleicht doch noch, kommt vielleicht auch noch unverhofft, vielleicht doch nochmal einen Schritt nach vorne zu machen und nochmal eine Liga höher zu spielen. Verraten Sie uns auch, wie das ist mit dem zweiten Standbein, was das konkret ist? Also ich habe jetzt angefangen, im Oktober im Wintersemester ein Psychologiestudium abzulegen, hier in der Uni in Kassel. Meine Vorstellungen sind, ich möchte das natürlich ein bisschen dann auch mit dem Sport verbinden. Ich habe gerade lange Jahre war ich im Sport tätig, man hat viel mitgemacht, auch in den höheren Ligen. Es ist einfach auch, dieser Sport oder dieser Leistungssport spielt sich auch oft im Kopf ab. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Deswegen habe ich mich jetzt für das Psychologiestudium entschieden. Und man kann das einfach auch ein bisschen mit dem Sport verbinden. Ich könnte jetzt auch nebenbei, gerade weil das jetzt nur ein Studium ist, nebenbei trotzdem noch meinen Fußball weitermachen, um mir ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen und dann einfach nebenbei das zweite Standbein aufzubauen. Gut, dann können Sie uns also auch, wenn Sie noch ein paar Semester mehr studiert haben, dann irgendwann mal erklären, warum man gegen Zweibrücken verliert und gegen Saarbrücken gewinnt. Das ist sicherlich für manche Fans nicht so einfach zu verstehen. Jetzt vielleicht noch zum Schluss mal ein bisschen weg vom Fußball. Sie kommen ja aus Karlsruhe und haben mir eben erzählt, dass man da Badener sagt, nicht Badenser, das ist ein Schimpfwort der Schwaben. Aber als Badener gehören Sie ja eben auch zu den Menschen, die allgemein so als lockere Typen gelten, gerne mal einen Scherz machen, so die leichtere Lebensart vielleicht, weil es auch schon so ein bisschen südlicher ist und ein bisschen wärmer und Frankreich nicht so weit und die Schweiz nicht so weit. Wie lebt man denn als Badener in Nordhessen? Ist das ein Kulturschock oder gar kein Problem? Also Kulturschock ist es jetzt nicht. Ich muss allerdings sagen, man merkt schon den Unterschied zwischen uns Badenern und dem Nordhessen. Also ich habe da auch schon die ein oder anderen Probleme dann am Anfang gehabt, als ich hierher gekommen bin. Mit der lockeren Art, es wird halt oftmals erst vielleicht, der Nordhessen ist vielleicht erstmal ein bisschen distanzierter. Also er lässt nicht so viel direkt an sich ran. Das habe ich dann halt auch gemerkt, das kann dann halt auch mal negative Auswirkungen haben, dass man dann falsch verstanden wird oder dass der Humor nicht der gleiche ist und dass eher negativ einem ausgelegt wird. An sich habe ich mich aber sehr gut hier eingefunden. Ich fühle mich wohl hier. Natürlich fährt man immer gerne in die Heimat, ist es immer ein bisschen was anderes. Also wenn ich jetzt aber nach Karlsruhe fahre, merke ich auch, dass die Karlsruhe da ein bisschen ja, ihre Macken haben.
Das ist, denke ich, hat jeder so für sich. Also man nimmt einen Nordhesse-Badener, Südbadener, das ist ja alles so ein bisschen unterschiedlich, aber an sich sind wir ja alle gleich. Ja, und Sie halten es ja auch schon fast 2 Jahre hier aus und fühlen sich insofern ja offensichtlich auch ganz wohl. Und das soll es gewesen sein, zunächst mal mit Stefan Müller. Stefan Müller, vielen Dank. War sicherlich ganz interessant, was Sie erzählt haben aus aus dem Verein, aus dem, was in dieser Saison bisher abgelaufen ist, aus ganz speziellen Spielen, wie zum Beispiel das in Offenbach. Und jetzt besteht die Möglichkeit, und es war noch nie so leicht, ein Autogramm zu bekommen von Stefan Müller, weil der jetzt viel Zeit hat, weil es nicht so ist, dass Sie jetzt drängeln müssen, sich anstellen müssen, sondern weil es sicherlich sogar die Möglichkeit gibt, ihn mal was zu fragen noch. Und er wird sich das sicherlich noch ein paar Minuten Zeit nehmen, um dann auch zu antworten. Und das ist ja nach wie vor so, wenn er jetzt auch nicht gerade ein Weltstar ist, wie vielleicht Thomas Müller oder früher Gerd Müller oder Dieter Müller oder Hansi Müller, aber er ist Stefan Müller und der Spieler vom KSV Hessen, die sind hier in Kassel ja auch schon immer sehr beliebt gewesen. Und Sie haben es ja eben auch gemerkt, und ich kenne ihn jetzt schon so ein bisschen länger. Er ist unheimlich nett und es ist sicherlich schön, mit ihm mal ganz kurz ins Gespräch zu kommen und dann auch ein Autogramm mit nach Hause zu nehmen. Schönen Dank also nochmal, Stefan. Gerne, danke schön.